Ich könnte noch den ganzen Tag über Probleme reden. Es sieht in der Tat düster aus, mein Freund. Also ich süß gerade alle die Fell. Nettes Hörrohr. Hm? Was sagst du da? Schon gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Was stehst du dann noch hier rum? Los, los, los! Die Zeit rennt uns davon! Okay, mal das Teleskop geguckt. Das war sicher sehr teuer. Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Okay, ein Tafelkreide. Was ist das, das ist ein Hinweis auf die... Das ist eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Es zeigt die fünf unten. Planeten. Avrius, Pornitus, Wernicus, Silens und Frobbel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand ihrer Größe unterscheiden. Ach, wie auch anhand ihrer Farbe, ihrer elementaren Zusammensetzung und ihrer Namen. Aber die haben hier keine Farbe. Ist nur die Größe abgebildet. Das weiß doch jeder. Oh, Schreck. Also wir haben eine Kreide. Können wir damit... Hey! Lass das! Wehe, du bringst meine Aufzeichnungen durcheinander. Das sind wichtige astronomische Erkenntnisse. Okay, da drüben können wir nicht rein. Schauen wir uns das mal an. Liegt auch noch eine Kurbel. Das ist ganz schön beeindruckend. Ich muss zugeben, ich bin ernsthaft eingeschüchtert. Kurbel. Ohne mich. Ich werde hier auf keinen Fall irgendetwas anfassen, geschweige den kaputt machen. Zur Abwechslung mal. Türköpfer, Kurbel, Kreide. Hast du noch was für uns? Ich rede noch mit ihm. Vielleicht sagt er mir auch noch mal, wo ich zum Öl hinkomme. Ah, da bist du voran. Ich habe noch Fragen. Fragen? Hast du etwas? Doch, doch. Schon. Wo genau? Ich finde kein... Hast du schon im Alchen? Da hat mehr Dein Bruder? Ja? Was ist... Er... Naja, auf den... Ich versuche... Tut. Okay... Ich habe noch Fragen. Fragen? Hast du etwas? Doch, doch. Aber es ist doch sehr... Schon, wo genau... Ich versuche es... Tut. Okay, es bringt ja alles nichts. Was? Los, los! Wir haben eine Kurbel. Vielleicht können wir jetzt mit der Kurbel da am Brunnen was erreichen. Moment, doch, hier fehlt eine Kurbel. Ins Drehen. Können wir den Eimer mitnehmen? Wasser ist da keiner drin? Okay. Wozu? Ich habe den Eimer noch bei mir. Können wir das Wasser vielleicht in den Brunnen, in den das Planetendings stecken? So, was machen wir hier mit Wasser? Können wir es vielleicht mit Wasser ölen? Ohne mich. Ich werde hier auf keinen Tour abwechseln. Okay, hören wir uns erstmal den Audiokommentar an. Ich kann niemanden verübeln, der irgendwie hatten etwas, wir haben es aber nie verwendet, weil er noch. Ich kann niemanden verübeln, der dieses Rätsel mit den einzelnen Elementen, mit den einzelnen Goldsteinen nicht richtig gelöst bekommen hat. Das war schon eine echte Kopfnuss. Natürlich auch sehr schön logisch. Schon eine Kopfnuss, wo man sich halt Hinweise aus unterschiedlichsten Stellen hier in diesem Screen Na toll. Zusammenholen muss. Ist schon was. Übrigens unser einziges 3D-Element hier in der Mitte. Warte mal, kann es sein, dass wir nicht vorher auch schon mal irgendwas in 3D gemacht haben? Wir hatten etwas, wir haben es aber nie verwendet, weil es so furchtbar aussah. Wir hatten das Stoff sogar mal in 3D. Ach so, ja.
Ja, ich finde das aber eigentlich in Ordnung, dass sie ein bisschen schwerer wird. Es geht halt zum Finale hin und da sollte es auch ein bisschen schwerer werden. Nochmal ein schönes, knackiges Rätsel, so, kurz vorm Showdown. Leider weiß ich, dass in der ersten Version des Spiels war hier noch ein Bug. Da war es nämlich möglich, es wurde scheinbar nicht ausreichend getestet, da war es möglich, den roten Stein, glaube ich, zu verlieren. Wenn man die hin und her klickte und halt einen anderen am Cursor hatte und dann auf den roten klickte, dann legte man den einen zwar ab, bekam den anderen aber nicht mehr an den Cursor ran. Gott sei Dank haben wir den mittlerweile gefixt, aber trotzdem sehr peinlicher Fehler. Sowas darf natürlich nicht passieren. Ja, das gefällt mir natürlich auch. Das Creature nervt ziemlich. Der Charakter des Astronom? Genau, von Astronom. Sehr gut, der einem halt auch tatsächlich die ganze Zeit durchs letzte Kapitel hindurch begleitet. Auch die ganzen Änderungen. Es passieren ja jetzt noch sehr viele Änderungen, gerade jetzt noch am Anfang quasi. Die halt so ein bisschen mit moderiert und dann halt auch immer die Stimmung so in die neuen Stimmungen einführt. Und auch nicht Cedric so richtig schön, also oder den Spieler zur Verzweiflung bringt, weil egal was man macht und man denkt, jetzt hat man weiß das gelöst, sondern man macht es immer nur schlimmer und schlimmer. Das fällt mir auch sehr gut. Aha. Du musst das jetzt mal anschauen. Das ist ganz schön, ich muss zugeben. Wow, ich würde ja pfeifen. Okay, wir müssen erstmal die einen Stein aus Spots herauskriegen und dann müssen wir Öl finden, wo auch immer. Vielleicht können wir jetzt irgendwie der Schlüssel hier. Wir haben einen Schlüssel. Stimmt, den haben wir ja. Vielleicht ist das der richtige für die Truhe. Ich glaube zwar nicht, aber. Oha! Puh, das. Hey, da war ja tatsächlich ein Geheimfach im Thron. Oh Junge, das kann ich kaum erwarten, da reinzugucken. Aufgeklappte Thronsitz. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Hey, was ist denn das? Eine Zange, eine Säge und ein Kuhfuß? Das ist kein königliches Geheimfach. Das ist der königliche Werkzeugkasten. Jetzt ist es leer. Okay. Zange, Kuhfuß. Na dann. Ja, damit sollte selbst ich das schaffen. Autsch. Sehr schön. Schmerz. Naja, egal. Wer braucht schon Schultergelenke, wenn er dafür Mosaikscherben hat? So, okay, denn das war ein Mosaik. Oh nein, ein Rätsel. Es fehlen eigentlich noch zwei. Zwei Scherben. Und nun? Ich schweige. Und ich schäme mich ein wenig. Spoiler von. Ja, okay. Games, du bist jetzt auch. Natürlich. Eine Spezialität. Es ist, ich gebe zu, es ist, möglicherweise ein bisschen zu schwierig an dieser Spielzeit. Man möchte ja wissen, wie es weitergeht und so weiter, aber ich mag solche kleinen Spielereien. Ich mag sie einfach. Und gerade dadurch, dass dieses Rätsel gar nicht so einfach ohne weiteres lösbar ist, finde ich, hat es immer noch so eine kleine Ecke. Das königliche Blau ist natürlich. Es ist okay. Ich fand es eigentlich gar nicht so schwer. Bei Schieberätseln ist halt immer das Problem, wenn man, man kann ganz, ganz, ganz schnell auf das Ergebnis kommen oder man sitzt ewig dran. Mhm. Oder man geht irgendwie doch ein bisschen nachdenkender dran. Aber Schieberätsel. Man weiß ja auch nicht genau, wie das Symbol aussehen soll. Obwohl, wir haben es nachträglich noch irgendwo nach draußen rangemalt, weil wir gemerkt haben, die Leute haben ja gar keine Ahnung, wie das Original aussieht.
Gut, es sollte eigentlich ein einfacheres Symbol sein. Auch sein, genau. Das habe ich verbrochen. Ich muss mich ganz doll dafür entschuldigen. So, aber ein Schieberätsel. Mit den Farben auch nur noch eingeschränkt sind. Aber es ist trotzdem okay. Im Endeffekt haben wir es ja alles hinbekommen. Aber man kann es spielen. Ja. Und ja, ich finde, das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Und jetzt kann man es sogar überspringen. Genau. Falls ihr keinen Bock drauf habt. Also ich würde es spielen, aber wenn ihr es überspringt, dann heißt das nicht gleich, dass ihr Schwächlinge seid oder so. Nein, nein. Nur ein bisschen. Okay. Ach, Schreck. Aber die Musikscherbe passt da nicht rein. Also hier müssen wir... Das muss da rauskriegen. Wie ich solche Rätsel hasse. Okay. Oh, das könnte passen. So vielleicht. Oh nein, jetzt ist das im Weg. Ich hasse solche Spiele. Okay, jetzt haben wir hier schon irgendwas angerichtet. So richtig verstehen. Ich weiß ja nicht. Dann könnte man hier, aber soll das irgendwas ergeben jemals? Na, wisst ihr was? Oha, so soll das, okay, so wird das aussehen. Sehr schön, was hat uns das gebracht? Moment mal, so sieht doch das königliche Wappen nicht aus. Es ist vollkommen durcheinander. Und ein Teil fehlt. Und wer muss das wohl wieder in Ordnung bringen? Okay, das drehe ich rein. Sie passt perfekt, aber die Farbe stimmt nicht. Das fehlende Teil müsste blau sein. Aber nicht irgendein Blau. Es ist das königliche Himmelblau. Wir müssen uns das König Himmelblau besorgen. Tja. Ich hätte auch der Klopfer gewählt, oder ja? Der Klopfer, den wir jetzt hier haben, die Türklopfer. Na endlich. Und hinein hier. Ui. Weitere Rätsel. In einem weiteren Rätselraum. Kommode. Mörserschüssel. Okay, hier sollen wir dann wahrscheinlich das Zeug zusammenmischen in der Mörserschüssel. In das Fläschchen füllen. Das sind die fünf Elemente. Von links nach rechts: Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Aha, und hier haben wir das Ganze
Mischrätsel. Was sind die fünf Elemente von links? Bernin. Am besten. Bernin. Rohrlabyrinth. Oh, großer Schreck. Die Bedienung ist ganz einfach. Man tut etwas zum Destillieren hinein und erhitzt den Kolben. Willst du mir beim Schnapsbrennen assistieren? Ja? Dann habe ich eine erste wichtige Aufgabe für dich. Friss nicht die Zutaten. Schaffst du das? Brav. Okay, ich dachte, wir können da reinwerfen. Ein leeres Fläschchen. Nein, ich komme. Okay, was jetzt machen wir als erstes? Oh je, die Rohre stehen ja noch wie Kraut und Rüben. Überall sind und ich sehe nur zwei Korken. Das sollte ich schleunigst reparieren. Also das hier. Das kriege ich vielleicht noch so hin. Okay. Wir müssen mal schauen, dass uns das hier rüber gelangt. Spinne. Ja, dann kommen wir doch hier irgendwie. So, hier. Ach verdammt, jetzt habe ich auf Überspringen geklickt, oder was? Nichts passiert. Oder was? Hier. Farbermisch. Blau. Das königlich. Was ist das? Ein Gerät? Oh je, Mini. Das wird ja. Himmel, wie funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir müssen wahrscheinlich erstmal das Rollen, das Rohrlabyrinth fixen. Oh ja, für diesen Raum. Weiß ich gar nicht, muss ich mich entschuldigen? Immer. Der geht auf meine Kappe. Eigentlich das meiste von dem Game Design im vierten Kapitel. Geht auf meine Kappe. Da habe ich mich selber ausgetobt und während es nach hinten raus halt immer ein bisschen mehr story-relevante Rätsel werden, dachte ich am Anfang noch, kurz bevor es dann zum Showdown geht, wäre es halt schön, noch möglichst viele klassische Adventure-Rätsel zu haben und ineinander zu verschränken. Und genau an dieser Stelle hatte ich es dann übertrieben. Ja, es gibt ja noch im Thronsaal dann dieses Schieberätsel nachher und das hängt mit hier mit dem Farbrätsel zusammen. Das Farblabyrinth-Rätsel, da bin ich übrigens nach wie vor schwer von begeistert, dass wir das gemacht haben. Auch wenn, glaube ich, einige mich verflucht haben dafür. Ursprünglich dachte ich auch, man könnte sich halt jede beliebige Farbe mixen und dann jede beliebige Farbe auch erstmal mitnehmen und es bringt halt nur die eine was. Jetzt haben wir, glaube ich, im Endeffekt nur die eine zugelassen. Das ist ein bisschen schade. Aber es wäre sonst auch viel zu schwer gewesen. Das stattdessen, das Königsblau. Oh, das hat aber auch echt Spaß gemacht. Ich habe einen kleinen Prototypen mit der Aetna Engine gebastelt, erinnere ich mich, wo wir halt die Logik von dem Farbrätsel ausprobiert haben. Das hat mir viel Freude bereitet. Das Glaslabyrinth wiederum war ein bisschen albern, aber das, trotzdem, ich finde es eigentlich schön, dass man halt so viele klassische Adventure-Sachen hintereinander machen kann. Vielleicht kommen sie ein bisschen zugehäuft, aber ich finde es schön. Ich finde es auch ganz schön, waren mir immer zu schwer. Jetzt persönlich einfach nur das Einzige, was ich nicht mochte, war Schieberätsel. Schieberätsel sind so. Das war mein erster Versuch, ein Minigame kaputt zu machen.
Also, weil ich halt immer gedacht habe, Leute meckern so viel über Minigames, dann wäre es doch schön, ein Minigame zu haben, das man halt im Prinzip kaputt machen muss. Nachher bei Deponia habe ich es dann nochmal gemacht. Das waren richtig, zweimal sogar. Das waren richtig die Minigames. Ich erinnere mich. Zerstören muss. Das zweite ist übrigens. Das Ding aus Deponia. Den Schläuchen beim U-Boot. Okay. Das ist im Endeffekt gar nicht reingekommen. Bei Chaos of Deponia. Wenn man dann das beim Tauchboot da runtertaucht, da war eigentlich noch so ein Minigame, das man halt aber auch mit einem Torpedo-Delfin kaputt machen muss, geplant. Aber jetzt im Endeffekt ist es nicht drin. Schade. Okay. Können wir hier irgendwas machen, dass wir hier. Wir haben Kreide. Warum nicht? Super. Jetzt habe ich zermahlene Kreide und Schwelen an den Fingern. Das muss ich nicht umfüllen. Ich kann es auch so transportieren. Vielleicht hier Vielleicht rein. Gelingt es mir, die Farbe aus dem Wappen zu mischen. Ja, mit Weisheit. Wow, das königlich. Mal sehen. Es hat funktioniert. Ich habe weiße Farbe hergestellt. Hurra. Der Eimer ist zu groß. Ich bekomme ihn nicht unter den Haaren. Aha, also. Das muss ich nicht umfüllen. Ich kann es auch so transportieren. Na sicher. Das muss ich nicht umfüllen. Ja, ich kann es auch so transportieren. Der Eimer ist zu groß. Ich bekomme ihn nicht. Der Eimer, ich bekomme. Aber selbst. Wie gefällt dir die Farbe? Okay, aber musst du deshalb. Der Eimer ist zu groß. Ich bekomme nicht. Vielleicht gelingt es mir, die Farbe aus dem Wappen zu mischen. Blau. Das königliche Himmelblau. Tja, also. Aber wie? Wenn wir das nicht mal anfassen können. Ja. Vielleicht blau, das Kühl. Das müsste sie mal anfangen. Vielleicht blau. Tja. Können wir die weiße Farbe hier irgendwo reinkippen? Gasbögen. Nein, die Farbe. Der Eimer ist zu groß. Ich bekomme nicht. Okay, ich glaube, bevor wir hier uns an das Farbrätsel wagen, mache ich eine kleine Pause. Okay. Darf ich was drunter stellen? Der Eimer ist zu groß. Flaschen. Vielleicht gelingt es mir, die Farbe aus dem Wappen zu mischen. Blau. Das königliche Himmelblau. Okay, lösen wir noch das Rätsel hier. Aber unbedingt. Das müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Das Weiß können wir da nicht hinfügen, aber. Okay, jetzt haben wir hier Weiß. Ne, gelb ist das. Jetzt haben wir gelb, orange, violett, orange und blau. Ist blau. Okay. Ziemlich grün. Ich weiß nicht, was. Wie mixen wir hier? Jetzt haben wir hier nur Rot dran. Muss das Blaue dann rauskommen? Hier haben wir grün. Hier haben wir jetzt gelb.
Oh, weiß. Okay, jetzt haben wir hier weiß. Ja, weiß mit dazu, dann haben wir das Lila ins Blaue. Blau. Und wer ist damit? Gut, es ist zwar nicht ganz das königliche Himmelblau, aber immerhin ist es blau. Ah, okay, das soll es jetzt hier gewesen sein. Okay, jetzt haben wir blau, Flaschen mit blauer Farbe. Vielleicht können wir die Kreide dazu mixen. Irgendwo dazwischen liegt das königliche Himmelblau. Vielleicht sollte ich sie einfach mal mischen. Hey, wer sagt's denn? Ich habe es geschafft. Das königliche Himmelblau. Hurra. Okay, und das Ding ins Rätsel, das brauchen wir dann gar nicht, oder? Das Rätsel da drüben hier, das Rohrlabyrinth. Wofür brauchen wir das? Leere Flasche. Nein. Müssen wir jetzt irgendwas, das fast jetzt reinpumpen, oder? Nein. Okay, versuchen wir es mal zu färben, das Banner. Vielleicht passt das ja schon. So, hier, nenn ich da hochgehen. Das war ein Mosaik. Ja, das ist wie im Wappen. Ja, das ist wie im Wappen. Okay, Wappen anschauen. Und wir haben hier die Scherbe. Das königliche Himmelblau ist die perfekte Farbe für meine Mosaikscherbe. Viel besser. Und rein damit. Sie passt perfekt. Das Mosaik ist jetzt komplett. Was hat uns das? War das ein Geräusch? Ich glaube, es kam von der Tür da hinten. Wieder ein geheimer Mechanismus? Gebracht. Jetzt können wir hier hindurch. Okay. Oha. Im Kerker sind wir gelandet. Ich weiß ja nicht. Eine Knochenhand. Oh je, da habe ich wohl... Auweia, Entschuldigung. Er reichte mir den Finger und ich nahm die ganze Hand. Kriminell. Können wir noch ein bisschen was sägen? Nein. Bitte durchsägen. Das wäre Zeitverschwendung. Der Käfig ist bereits offen. Okay, das Nagelbett. Nagelbrett. Das sieht alles andere als gemütlich aus. Folterkeller. Er hat mir bereits die Hand gegeben. Etwas wird. Knochenstumpf. Oh je, ich muss auch wirklich alles kaputt machen. Er hat mir bereits etwas wörtlich. Vielleicht hier. Das habe ich bereits kaputt. Mal wieder ganze Arbeit. Käfig. Der Käfig ist verriegelt. Was auch sonst. Der ist hier offenbar schon etwas länger eingesperrt. Man sieht's. Und nun? Sie entsperren lassen. Nun, was Spot hier mal dranhängen? Einen Haken. Was? Ich kann doch Spot nicht einfach so an den Haken hängen. Er ist doch kein totes Vieh im Schlachthof. Hätte er sein können. Ein Eimer vielleicht? Vielleicht könnte ich. Aber was dann? Ich weiß auch nicht. Das muss ich nicht zusammen. Eine Zange? Nein, das es hat wieder. Ein Kohlebecken. Solange die Kohlen nicht brennen, nutzen sie mir gar nichts. Feuersbock. Okay, brennende Kohlen. Hast du jetzt irgendwas wieder bewegt? Und da haben wir nur das Kohlebecken mitgenommen. Das Kohlebecken ist weg. Strickbank. Die benutzt man, indem man Gefangene draufspannt. Ja, was du nicht sagst. Ob ich auf diese Weise etwas gegen meine Kurzatmigkeit unternehmen kann? So funktioniert das, glaube ich, nicht.
Würde ich mal so sagen, oder? Oliven. Ach, damit können wir Öl machen, bestimmt. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Den Käfig klettern. Können wir hier irgendwas dranhängen und schwerer machen und. Das muss ich nicht zusammenknoten. Sicher? Wir haben eine Knochenhand. Können wir die wieder ranmachen? Nicht noch stumpf. Ich bezweifle, dass er sie zurückhaben will. Können wir die hier ranhängen? Nein, das kann ich da nicht dranhängen. Es hat weder Öse noch Schlauch. Vielleicht können wir dann an die Oliven ran mit dem Arm. Mit dem Keine verlängerten Chance. Von hier Arm. aus komme ich da nicht ran. Nicht mal mit dem verlängerten Arm. Okay.